Also, da konnte man abziehen, da konnte man auch rüber. Mein Name ist Hans-Jörg Müller, ich bin Leiter der Feuerwehr. Ich bin mittlerweile über 30 Jahre Feuerwehrmann und mache das ehrenamtlich wie auch beruflich. Und aufgrund des demokratischen Wandels haben wir immer mehr Probleme, Nachwuchs zu finden und Menschen, die sich bereit erklären, den Bürgern zu helfen. Deswegen ist unser Motto heute Bürger für Bürger. Und wir wollen mit Mitmachaktionen die Menschen an den Feuerwehrdienst heranführen. Hier kann heute jeder gewisse Gerätschaften ausprobieren, sich über alles erkundigen. Brandschutzerziehung, Feuerlöschübung bieten wir an. Wir bieten hier technische Hilfe an, Übungen, wie man ein Fahrzeug zerlegt, kann der Bürger mitmachen, kann sich das ansehen. Und wir hoffen, dass wir heute Mitglieder gewinnen, um einfach das Ehrenamt und das Motto Bürger für Bürger weiter aufrechterhalten zu können. Probieren Sie es mal. Rutschen Sie ab, ne? Probieren Sie mal, den hier anzusetzen und drücken Sie das mal zusammen. Also einmal drehen. Genau so. So, und jetzt drücken Sie mal vorsichtig hier zusammen. Ja. So, offensichtlich, weil der hier auch schon so zerdellt ist, da haben sie drauf gewartet. Ja? Stopp! Stopp! Wenn Sie jetzt in dem Fahrzeug sitzen, fänden Sie das gut, wenn da einer so drauf tremmert und rumhaut? Nicht so ganz, ne? Ist warm, oder? Ich sag nur, da ist Wetter. Aber warte, warte. Mehr Provisido. Genau. Wenn Sie jetzt noch, wenn Sie den so ansetzen. Dann setzt hier ein richtig schön großes Loch, wo Sie dann damit reingehen können. Genau, die haben gerade schon die Scheibe kaputt gemacht. Am besten kommen Sie ja noch auf die andere Seite, dann können Sie hier an diesem Henkel mit anfassen. Das ganze schöne Jungen, auch vom Papa. Ja, das ist wie abprobiert. Schiffe, wie ist denn schon? So, und jetzt müssen wir natürlich, Sie wollen ja eigentlich die Tür rausnehmen und nicht den Kotflügel, ne? Jetzt müssen Sie so langsam mal gucken, dass Sie irgendwie hier zwischen die Tür und dass die Scharniere hier kommen. Da sollten wir noch einmal. Genau so. Ja. Genau. Ein bisschen so wegen dieses Brauchen. Wenn Sie jetzt, gehen Sie mal hier hin. Da haben Sie ja kein Wiederkommen. Da drücken Sie ja nur in den Container hier. Oh, genau. Und jetzt tiefer einsetzen. Lassen Sie das Gerät ruhig arbeiten. Genau. So, jetzt sehen Sie, jetzt biegt sich das Scharnier heraus. Das heißt, wenn Sie da noch einmal ansetzen, dann ist das obere Scharnier schon mal weg. Ja. So, jetzt müssen Sie an das untere Scharnier irgendwie rankommen. Wollen Sie einmal, genau, tauschen Sie am besten einmal. Achtung, Füße. Da gehen Sie am besten einmal über den Schlauch drüber. So, jetzt einmal lächeln für die Kamera. So, setzen Sie am besten noch mal ein Stück weiter unten an, damit Sie näher an das Scharnier kommen. Ne, setzen Sie ruhig
von hier oben an, aber näher ans Scharnier. Genau da, ja. So. Jetzt haben wir die eine Seite schon mal raus. Aber ja, einfach reißen. Sie sitzen da drin und sind verletzt. Da wollen wir auch nicht, dass wir einfach an der Tür rumreißen. Also müssen Sie jetzt nochmal mit dem Spalzer, Achtung, mit dem Spalzer hier irgendwo rein und gucken, dass Sie hier auch das Schloss geknackt kriegen. Genau, da müssen Sie hin. So, und raus ist die Tür. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber 10 Minuten, 15 Minuten hat das bestimmt gedauert und das muss natürlich schneller gehen. Das ist denn die Standardzeit? Genau. Wie schnell schafft ihr das denn normal? Bitte? Wie schnell schafft ihr das denn? Wenn, das ist ja normal, 3 Minuten? Das kommt immer ganz drauf an, wie stark das Auto vorne deformiert ist. Ja, von vorne werden wir, oder? Steckt hier von vorne drauf. Rüber. Und dann auf die Seite. Nee, da ist jetzt keiner mehr drin. Holst du das Abschlusssystem schon mal? Steppers? Wir haben jetzt die Seite gehen. Es ist gar nicht so einfach, so ein Auto auf die Seite zu legen. Die sollen doch mal weg jetzt. Sollen wir die noch mal weg wieder rüberhaufen? Ja, warte. Ja, So ein Abhang hoch oder runter und dann liegt so ein Auto mal auf der Seite. Nicht mehr. Ja? Und wenn Sie jetzt hier auf Ihrem Fahrersitz sitzen und noch angeschnallt sind, dann sitzen Sie auch durchaus noch auf Ihrem Fahrersitz und hängen da halt mehr oder weniger drin. Und um Sie dann so schonend wie möglich da rauszuholen, müssen wir natürlich erstmal das Fahrzeug stabilisieren, damit das nicht mehr kippeln kann. Und dafür bringen wir halt hier auch am Boden und am Dach werden dann so Stützbalken angezogen und damit stabilisieren wir dann halt das Fahrzeug in seiner Lage an sich. Warte, das reicht noch daneben.
So, und das gesamte Fahrzeug kann ich dran rütteln und ruckeln, da bewegt sich gar nichts mehr. Er hat keine andere, glaube ich, mehr. Mit dem Patienten festmachen. Wenn Sie ihn noch rausnehmen, die Leiter. Der Zug von hier oder was? Von hier. Siehst du doch, oder? Schon mal auf und rein. Ja.
fertig. Ende. Thomas, schneide einfach ab. Was denn? Also das war jetzt der Probealarm. Aber wenn ein Alarm ist, dann geht das Ding los und dann kann man da lesen, was los ist. Und dann fahren alle zur Wache, ziehen die Schuhe und steigen auf die Fahrzeuge. Das Feuer damit auszukriegen? Hat einer eine Idee? Ja! Aufsetzen. Wasser, ne? An jeder Topf hat einen Deckel. Ist ja jetzt nicht die Gefahr, also mit dem Deckel. Feuer ist aus. Jetzt bin ich aber ein neugieriger Feuerwehrmann oder neugieriger Mann und guck. Oh, Feuer. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Feuer ist wieder an. Also Deckel drauf und Deckel drauf lassen. Feuer ist aus. Trotzdem würde ich die Feuerwehr rufen, weil das ist relativ heiß. Und was man jetzt nicht machen sollte, halt mit Wasser löschen. Zurück. In einer Höhe von 1 Meter oder 1 Meter hängt die Luft abzutauchen, da hängen die Schränke und dann ist die Decke. In dem Moment schlägt das Feuer um. Nee, nochmal können wir das jetzt nicht machen, vielleicht nachher noch. Ich kann es trotzdem. Ich denke mal, das reicht, oder? Ja, geht ganz gut. So, also die Scheibe ist jetzt komplett abgeklebt, das können wir jetzt mal oben draufnehmen. Dann gibt es hier so einen Tankkörner. Ihr müsst da einfach gleich reindrücken und dann schießt er raus. Ja, seht ihr? Das macht dann mit der Scheibe gleich. Bevor wir das jetzt aber machen, macht er die Brillen mit hier runter. Ihr habt hier an den Seiten. Achtung, geht das? Oder mit dem Visier, das ist egal. Ja, das ist auch okay. So, wer auch immer das hier macht, einfach hier am Rand einfach drücken. Ja, ganz am Rand. Der kann drücken. Genau, so, jetzt ist die Scheibe kaputt, jetzt siehst du, die ist hier komplett gerissen. Das können wir den geben. Dann brauchen wir den jetzt nicht mehr. Ja? Jetzt müsst ihr euch eine Ecke suchen und greift da hier langsam von innen rein und versucht die Scheibe komplett nach hier rauszunehmen.
Ja, langsam am Rand links. Genau, da ist der nächste ein bisschen nachpacken. Ja, wir können mal hinten hinlegen. Hier. Jetzt, als nächstes, wenn ich auf, müssen wir die oder erstmal die Glasreste noch so ein bisschen da reinschneiden. Ja, normalerweise, wenn wir da draußen machen, wir machen das immer rein. Das hier zusammen kriegen. Hier so zusammendrücken, dann hast du hier so eine Mitte später. Ja, Funktion des Spalters, hier ist aufmachen, hier ist eindrücken und hier nach innen drücken, fällt der sich zusammen. Ja? Reindrücken, raus, nach innen, wir haben es dann ausprobiert. Ja, genau, das ist schwer. Ein bisschen schwerer, wir müssen nicht hier vorne anfangen. Jetzt erstmal aufmachen, einer muss vorne mitmachen. Ja, aber noch nach. Weiter. Ich mach erstmal weiter nur auf. Genau, stopp. Und jetzt mal zusammen. Achtung mit den Füßen. Nochmal. Ja, und wenn der Spreizer sich in diesem Richtung bewegt, dann braucht er gar nicht gegenzuhalten, das schafft er nicht. Das kann man nicht schaffen. So, drück mal zusammen. Weiter? Ja, mal wieder auf. Einmal noch und dann kurz rein. Ja, jetzt können wir schon versuchen, den Spreizer ganz zusammen zu machen. Jetzt habt ihr ja schon so eine Lücke hier. Da könnt ihr einsetzen, die rein, und dann da. Gerade davor? Ja, ja, guck mal. Genau. Mal schauen, ihr wollt ja quasi die Tür rausmachen. Müsst ihr mal gucken, wenn man quasi hier zwischenguckt. Ja, diese Tür hier so wegschmeißt. Warte mal, mach mal ein bisschen überlegt, dann kriegen wir jetzt schon vom Hack weg. Und jetzt kommt er da richtig dran. Dann tust du entweder erst oben oder erst unten. Ja, aber du machst jetzt noch mal ein bisschen weiter in die Ecke an, dass der gerade liegt. Genau, stopp, das reicht. Jetzt macht er den ersten Scharnier hier oben raus. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir den hier unten bekommen haben. Ja, guck mal, wenn wir zusammen sitzen, dann wird's gut. Jetzt haben wir die Tür ja hier vorne raus. Jetzt müssen wir hier hinten hin. Komm mal hier hinten rum. Weil jetzt haben wir ja noch das Türschloss. Ne? Ja, sehr gut. Stopp, stopp. Wieder nachsetzen. Genau. Perfekt. Ja,
Leipzig. Theo oder als Farbspieldose. Was man damit nicht machen sollte, wäre eine Spraydose ins Fenster, auf die Fensterbank zu stellen oder im Auto im Kofferraum liegen zu lassen, weil wenn es im Auto oder auf der Fensterbank durch die Sonneneinstrahlung zu heiß wird, können wir ja mal zeigen, was damit dieser Spraydose passiert. Wir haben jetzt schon die gleiche Spraydose in dem Behälter da oben drin und wir probieren das einfach mal aus. Ja, für die kleinen Kinder vielleicht ein bisschen die Ohren zu lauten, weil es wird einmal knallt gleich einmal. Nicht sofort, aber gleich. Wird einmal ein bisschen laut. Jetzt mal ein bisschen Feuer. Das Feuer durch die Wärme, Einstrahlung, zum Beispiel auf der Sonne. Dehnt sich diese Spraydose dann aus und irgendwann hat sie sich so weit ausgedehnt, dass sie keinen Platz mehr in der Dose hat, sonst zerbärst du.